Hier, ich würde am liebsten so hier durchgehen. Wie man hier in echt gehen würde. So, da sind noch ein paar. Ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann. So richtig schön looten alles. Was ist denn das hier eigentlich für ein Tor? Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob das... Das gehört irgendwie nicht zu diesem Design hier. Ob man da wohl auch hinkommt? Das wäre mal eine sehr gute Frage. Was haben wir denn hier? Wow! Bestimmte Gebiete, Heilzauber und Heiltränke erhöhen eure Arkanistenfieber. Trinkt Ambrosia, um es wieder zu senken. Okay. Das sieht hier mega cool aus. Wow! 2% ist es gerade angehoben worden. Ich nehme mir erstmal alles mit, was hier liegt. Mein Arkanistenfieber steigt. Ich muss hier ganz schnell wieder weg. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was eingesammelt. Ich weiß nicht warum, aber das muss irgendwas mit diesen Kristallen hier auf sich haben. Deswegen unser Arkanistenfieber steigt. Ich habe jetzt noch schnell die Pilze mitgenommen. Waschfrauenpilz. Habe ich eingesammelt. Ich will mal eben... Habe ich hier irgendwo Licht? Hier habe ich ein bisschen Licht. Ich will mal eben gerade, weil wir haben jetzt die Robe aufgesammelt. Alte Robe. Da ist sogar noch leichter Rüstungswert drauf. Das finde ich ja richtig gut. Jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Wir laufen aber immer noch barfuß rum. Wir brauchen also noch Schuhe. Das wäre jetzt das nächste, was wir finden müssten. Man hört es ja auch noch, ne? Wie krass das immer ist, dass man die Füße immer so hört. Auf Stein. Wo wir hier wohl sind? Oh, da sind wieder ein paar. Nebelschwämme. So. Habe ich hier noch was? Da. Umso mehr ich davon kriege, umso besser ist das für die Zukunft. Hoppala, ist voll gegen das Mikro gekommen. Wow. Ist das hier halbwegs zusammengestürzt oder sieht das einfach nur so aus? Sieht, glaube ich, nur so aus. Was haben wir denn hier? In Enderei benötigt ihr einen Schlafplatz, um zu rasten. Haltet also Ausschau nach Betten und besucht Tavernen. Oder besucht Tavernen. Ich glaube, das stand da drin. Nehme Eisenpfeile. Oh, ein Bogen. Sehr gut. Ungenießbares Bier. Wer weiß, wie alt das ist. Ich will das mal eben gerade nehmen. Was passiert denn, wenn ich das ungenießbare Bier trinke? Oh, ich habe ein Buch. Zauberbuch Erdung habe ich aufgesammelt. Blitze, die 7 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Absorbiert 1 Punkt Mana vom Ziel. Yay! So, das haben wir jetzt aufgesaugt. Ich möchte trotzdem mal wissen, wo ist es denn? Ungenießbares Bier. Ausdauer regeneriert 30 Punkte langsamer für 30 Sekunden. Wow, da kann man das saufen? Komm, ich saufe es mal. Ich besaufe mich. Man sieht mir aber nicht an, dass ich ein bisschen gesoffen habe. Upsi! Ist hier irgendwas drin? Oh! Da liegt ein Skelett einfach mal vergraben. Also ist tatsächlich was zusammengebrochen. Aber ich glaube, hier liegt nichts. Schade. Jetzt könnte ich da schlafen, tatsächlich. 8 Uhr morgens. Ich will aber nicht schlafen. So, speichern. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir sollten mal den Bogen... Morscher Langbogen. Da kriege ich ja Angst, dass er auseinanderfällt. Und Magie, die Erdung mit reinnehmen.
So, jetzt haben wir unseren ersten Zauber. Und der war... Der müsste eigentlich ganz gut sein. Denke ich zumindest. Nein, der ist eigentlich nicht gut. Weil es ist ja der erste Zauber, den man hier kriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass Feuer ein bisschen besser ist. Bei Skyrim kriegt man ja als erstes immer den Feuerball und... Also nicht die Feuerball. Huh, die Leichen und das Licht. Sie sind fort. Ich sollte meine Stimme noch so ein bisschen verstellen. Muss ich mal dran denken. Hm. Ob hier wohl noch irgendwas liegt? Irgendwie ja nicht. Da ist noch nicht mal mehr Öl drin, das brennen könnte. Oder Kohle. Hier ist nix. Na los. Bleibe ich da einfach hängen an dieser Kante? Auch mal so ein bisschen die Decke bewundern. Aber hier liegt tatsächlich nichts. Finde ich ein bisschen schade. Verlassener Tempel, öffnen. Oh. Das ist ja mit Ladescreen. Oh. Huch. Wo bin ich jetzt? Hallo? Diese Maschine, warum wirkt sie so vertraut? Weil wir die im Intro hatten. Diese Maschine hatten wir doch im Intro, oder? Wo diese blaue Kugel drinne war. Aber was ist hier passiert? Das ist hier die große Frage. Ich glaube, ich gehe mal links rum. Oh, da sind tatsächlich Mana-Pilze. Her damit. Boah, das sieht so schön einfach aus. Ich frage mich so ein bisschen, diese Löcher, die da drin sind. Sind hier Raketen früher abgeschossen worden? Na, ich meine, es macht ja Sinn. Vier Löcher, hier könntest du vier Raketen reinpacken und dann wusch... Nein. Ist die falsche Zeit, glaube ich. Und hier kommt auch richtig Licht rein. Das Licht scheint nach da unten. Kann das vielleicht sein, das Licht wurde hier, kam hier rein, ist da reingegangen und dann wurde das in die Luft geschossen? Hm. Alles so Fragen und Vermutungen, die ich habe. Was? Ja, die Eispranke, die nehme ich mit. Ihr habt eine Eispranke gefunden. Eispranken im Inventar. Unter Verbrauchsgegenstände gelistet, erhöht beim Verzehr eure Tragfähigkeit dauerhaft um einen Punkt. Wisst ihr noch, wo ich das erste Mal gesehen habe und ich dachte, das wäre ein Osterei? Das war schön. Da habe ich mich dann aber auch ein bisschen kaputt gelacht, dass es dann doch ein Pilz war. So, wo habe ich den denn? Mana-Pilz, Eispranke. So, jetzt guckt mal unten auf die Traglast. Wir haben jetzt, also die steht hier unten. Traglast 54 bis 353. Also wir können 353 Kilo irgendwie tragen, wie auch immer das möglich ist. Und wenn ich jetzt die Eispranke esse, passiert nichts. Das ist sehr gut. Normalerweise würde das jetzt steigen. Aber ich glaube, das war jetzt ein halber Punkt, der gestiegen ist. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Weswegen da jetzt nichts passiert ist. Aber ich glaube, sonst ist hier nichts. Da bin ich rausgekommen. Okay. Ich werde mal den offiziellen Weg darunter gehen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Wo kommt das Wasser her? Oh, so kann ich es natürlich nicht sehen. Da, diese Löcher. Kann ich da... Da kann man rausgucken, oder? Sieht nicht so aus. Das sieht eher aus wie so ein Belüftungssystem. Oder ist... Es ist doch nicht Nacht draußen. Alles etwas merkwürdig. Aber hier ist nichts.
Na gut. Das heißt also, wir müssen hier in die Richtung laufen. Oh, dieses Wasser. Wunderschön. Ah, hier, guck mal, da sind wieder ein paar Schlammmorcheln. Her damit. Kommt mit in mein Inventar. Ihr habt es verdient. Warum bewegen sich da Schatten? Ja, hier war das Wasserrad. Oh, ich liebe es. Es ist so schön einfach gestaltet. Ach so, das ist ein Stein. Was ist das? Da läuft das Wasser. Wo läuft denn da überhaupt das Wasser drauf? Ach so, das wird hier anders angetrieben. Das kriegt kein Wasser von oben, sondern das wird hier von dieser Strömung, die durch das Wasser... Ja, die das Wasser hat, wird das Wasserrad ja erst angetrieben, weil das ja richtig hier ins Wasser ragt. Das ist ja cool. Aber was wird damit angetrieben? Das ist die große Frage. Oh, was ist denn hier? Warum liegt hier ein verkohltes Stück etwas? Ein Genesungstrank. Ja, den nehme ich ja gerne. Genauso wie die Schlammmorcheln. Oh. Noch eine Spitzhacke. Natürlich. Kann ich hier was abbauen? Kelch, komm. Ich nehme dich mit. Und die Leiter. Komm, wir reißen das Menschenfleisch ab, was jetzt schon total verkohlt ist. Und wir sind einfach mal so, ich sag mal so mutig und essen das. Giftschaden. Ich dampfe. Okay, Menschenfleisch ist nicht gut für die Gesundheit. Tja, jetzt ist natürlich so ein bisschen meine Frage, wie komme ich da auf die andere Seite? Hier sind noch ein paar Schlammmorcheln. Mana-Trank ranzig. Was ist das da? Wohltat. Ha, was für eine Wohltat. So, was macht das? Heilt den Zaubernden 6 Punkte die Sekunde. Verschlimmert Arkanistenfieber um 0,15% pro Sekunde. Oh oh. So gut ist das nicht. Den werde ich nur im äußersten Notfall benutzen. Interagiere Ventil. Okay. Hier ist noch eine Spitzhacke. Sag mal, wie viele Spitzhacken liegen denn hier rum? Moment. Was? Okay, ich habe es jetzt gedreht. Oh, cool. Da fährt einfach mal das Wasserrad in die Höhe. Aber mir fällt da mal so eine ganz kleine Kleinigkeit auf. Das Wasserrad geht doch da oben durch den Berg. Guck dir da. Also diesen Grafikfehler, den finde ich gerade echt sympathisch. Wenn ich mal ehrlich bin. Den finde ich echt sympathisch. Guck dir das an, wie die Bretter durch den Berg gehen. Sympathischer Grafikfehler. Aber den dürfen sie ruhig machen. Oh, frische Luft. Mit was? CRL könnt ihr schleichen, um unentdeckt zu bleiben. Ach du. Warum soll ich denn schleichen? Okay, ich weiß, warum ich schleichen muss. Ernte Distel. Was macht denn die Distel? Widerstehe Frostschaden. Uiuiui. Ich sehe jetzt auch ein bisschen gefrostet. Warum zittert das Bild? Ah, jetzt geht's wieder. Eine Truhe. Was ist das? Bauplan Eisendolch. Sieht echt gut aus. Also irgendwie so dieser Zettel. Mal sehen. Ich will mir den mal genauer angucken. Geht nicht. Das kann ich, glaube ich, nur im eigenen Inventar. Silbergegenstände. Silberkerzenständer steht da. Nehme ich aber trotzdem mit, genauso wie die Zange. Und die Zange. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche. Mana-Pilz.
Das war ein Fehler. Verdammt! Geh weg! Ui! Was? Bitte, was? Das haut mich ja jetzt vollkommen um. Wie, was? Mit dem Blitzen habe ich den... Boah, ey, bin ich mächtig. Das ist ja krass. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass die so einfach zu killen waren. Haben die mir nicht letztes Mal einen abgekrebst? Ich habe mir doch letztes Mal einen abgekrebst. Weil ich da mit Pfeil und Bogen und mit dem Schwert gekämpft habe. Aber ich habe nie die Blitze benutzt. Boah, ey, sind die Blitze gut. Oh. Ja. Hier liegt ein Toter, der einen Amethyst dabei hat. Den nehme ich gerne an mich, weil der 100 wert ist. 4 Groschen nehme ich auch gern mit. Das Krustenbrot auch. Schuhe vor allem. Weil die brauche ich ja. Und komm, ich nehme die Kleidung auch mit. Genauso wie das Messer und den Apfel. Dann bist du jetzt komplett enthauptet. Und ich möchte mich mal ganz anders... Ich möchte mich mal kurz anders einkleiden. Weil ich irgendwie gerade mal Lust dazu habe. Jetzt haben wir ein Kleid. Apropos, bitte gerne die Schuhe anziehen. Nee. Wir ziehen mal wieder die alte Robe an. Aus dem einfachen Grund, weil wir da ein bisschen Schutz mit haben. Dann halten wir ein bisschen mehr aus. So. Dann haben wir das ja irgendwie überlebt. Was ja irgendwie total einfach war. Scherkappe. Was haben wir hier noch? Sporenkrone. Das ist noch eine Sporenkrone. Und hier sind noch Scherkappe. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder ausprobieren. Das machen wir diesmal wieder in dieser Ansicht. Kamintäubling. Schädigen die Ausdauer. Okay, das war jetzt nicht so sonderlich stark, das Kram. Scherkappe. Lebensenergie wiederherstellen. Juhu! Jetzt haben wir unser Leben wieder voll aufgeheilt, denke ich mal. Dann haben wir hier noch die Sporenkrone. Anfälligkeit für Feuer. Oje. Okay, so sieht also Anfälligkeit für Feuer aus. Dann leuchtet man so ganz komisch. Und dann haben wir noch den Waschfrauenpilz. Mana schädigt. Ui. Ah ne, das war ja immer noch nicht wieder komplett aufgeladen. Ich dachte jetzt schon. Okay, ich glaube, wir haben hier drin alles. Dann gehen wir mal raus an die frische Luft. Nach Vynenderal. Schwerter sind schneller als Äxte und Äxte sind schneller als Streitkolben und Kriegshämmer. Das ist auch mal schön zu wissen. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen was mit Äxten und sowas machen, dass wir nicht immer nur das Schwert benutzen. Ich glaube, Streitkolben sind... Wow! Oh, wie schön! Gestartet Neuland. Einen Weg aus der Schlucht finden, Wildkürbisse sammeln und Lebensregeneration zu beschleunigen und Mana-Pilze sammeln, um Mana-Regeneration zu beschleunigen. Okay, oh, hör dir mal die Musik an. Boah, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier letztes Mal auch so eine coole Musik hatte. Kamintäublinge. Und dieses Gezwitscher von den Vögeln, das ist so schön. Oh. Da ist noch ein Kürbis. Jetzt haben wir schon 4 von 5. Ich weiß aber nicht mehr. Mana-Pilze.
Ich kann mich nur erinnern, dass einer ziemlich gut versteckt war. Wo sind die Mana-Pilze? Hier im Lande nur hin. Oh je, jetzt fange ich an zu singen. Ich finde das super. Dann gefällt mir das Spiel. Oh, was haben wir hier? Nix. Super. Da sind Mana-Pilze. Her damit. So, 2 von 3. Hübser, hübser. Huch. Ich höre doch was. Hört ihr das? Hülse. Da. Da ist sie. Die Windwurz. Ich muss das Windwurz eigentlich mal zu mir nehmen. Damit ich weiß, was macht denn das nochmal? Giftschaden. Ist aber selten, dass so ein seltenes Kraut auch noch Schaden macht. Aber ich glaube, das war für mehrere Zwecke. Also mit Alchemie müssen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Ah, hier, guck mal da. Die letzten Mana-Pilze. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Kürbis. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Nein, da sollte ich noch nicht reingehen. Was ist? Heilt sofort Lebensenergie. Heilwurz. Boah. Der Saft der Pflanze heilt euch. So. Jetzt ist natürlich meine ganz große Frage. Wo sind die letzten Kürbisse? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Hallo. Ist doch nicht so... Boah, beinahe abgestürzt. Da geht es ganz schön runter. Oh, hier. Glühwürmchen. Was? Noch eins? Her damit. So, was kann ich denn mit dem Glühwürmchen so Schönes machen? Essen. Yum, yum, yum. Ausdauer wiederherstellen. Na, das geht doch. Hier, da sind die letzten Kürbisse. Kürbisse werden im Inventar. Ja, Wildkürbisse sammeln für die Lebensenergie. Das haben wir auch geschafft. So, jetzt gehen wir mal kurz ins Tagebuch. Ah, ich habe jetzt hier noch gar nicht gelesen. Neuland. Ich habe den verfallenen Tempel hinter mir gelassen und mich in einer Felsschlucht wiedergefunden. Es scheint, als wäre ich endlich in Enderal angekommen. Dennoch bin ich ein befremdliches Gefühl nicht los. Woher kommen diese seltsamen Fähigkeiten, die ich plötzlich habe? Magie? Diese Kraft? Vielleicht hängt dieser Traum, diese Nahtoderfahrung, die ich vor dem Aufwachen in der Bucht hatte, damit zusammen. Wie dem auch sei, zuerst sollte ich versuchen, einen Weg aus dieser Schlucht zu finden. Ich will mal ganz kurz hiermit anfangen. Ein neues Leben, weil ich habe die leider nicht gelesen gehabt. Schon wieder dieser Traum. Wird das denn niemals ein Ende nehmen? Er verfolgt mich, egal wo ich bin. Und immer, wenn ich aufwache, bleibt dieser bittere Nachgeschmack, dieses flaue Gefühl im Magen, zurück. Vielleicht ändert sich ja alles, wenn Sirius und ich erstmal angekommen. Also ankommen. Es beginnt mit den Träumen. Sirius ist tot und ich lebe. Ich schreibe diese Worte, aber ich weiß nicht, ob ich mir ihrer Bedeutung auch nur ansatzweise bewusst bin. Ich bin auf mich selbst gestellt. Scheinbar hatte ich Glück. Denn als ich aufwachte, fand ich mich in einer Bucht wieder. Das muss Enderal sein. Ich fühle mich eigenartig. Sowohl fiebrig und schwach, als auch stark und klar. So als hätte mein ganzes Leben lang ein Schleier vor meinen Augen gehangen, der nun verschwunden ist. Außerdem erinnere ich mich an einen seltsamen Traum, den ich vor dem Erwachen hatte. Hängen geblieben sind allem voran die Worte jener verschleierten Frau, die Sirius und mich im
Bug überwältigt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Fest steht, ich brauche Antworten und die finde ich am ehesten auf dem Festland. Ja, so sieht es aus. Ein Weg aus der Schlucht finden. Das werden wir jetzt auch tun. Huch, das war der falsche Knopf gerade. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Achso, mit Escape. So einfach geht das. Ach, ist das schön. Ach, ich freue mich gerade so, dass ich wieder in Enderal bin. Und ich glaube, das merkt man auch. Weil diese Musik, die reißt mich immer so mit und... Oh, schade. Was haben wir denn hier? Huh. Diese Musik...